So, servus Leute, mal wieder ein Video von uns. Wir fangen jetzt wieder an mit Videos, allein bin ich wieder gerade zur Zeit da, oder Lars ist nämlich gerade auch weg, nur ich bin daheim forever alone. Wir machen heute den Adalia Eislime on the Rock, zeige ich euch nach dem Video, wie es aussieht. Mal kurz hier den Kopfbau, ich habe jetzt mal nicht so ganz voll gemacht. Man kann es auch ein bisschen voller machen, das ist die Harmony Bowl mit Lotus, vom Last Lotus. Wir haben trotzdem Kontakt mit den Noppen. Man raucht und kann auch Vollkontakt rauchen, sieht dann halt noch Zeit so aus, muss man auch putzen ab und zu. Funktioniert aber auf jeden Fall so auch ganz gut. Und wir sehen uns gleich im Video. 3 halbe Starbucks mal reingemacht. Jetzt mache ich mal einen Leimen scharf. Der Leimen ist auch wieder da. Heute mal ganz schick für euch direkt von der Arbeit. Ja, natürlich, in Jogginghose. Jogginghose an. So geht man arbeiten. In Deutschland hast du was daheim dran. Und ja, nebenher wollte ich euch noch sagen, ja, wir haben noch was anderes, was wir euch demnächst vorstellen werden. So sehen die Kohlen übrigens aus, sind rot. Gut, jetzt hau ab, ich will gerade reden. Und zwar eine E-Sheeter, die haben wir bekommen zum Testen. Und die stellen wir euch demnächst vor, weil uns das Ding ziemlich überzeugt hat. Und ja, wir haben es auch so vorgestellt und jetzt sind es nicht überzeugt hat, aber sie hat es überzeugt. Nicht so, wie kann schon mal verraten sein. Zeig's euch mal kurz. Oh, leck. Hab gar nichts gesehen. Auf jeden Fall. Ich will Stopp drücken. Warum? Die Leute, ich hab Stopp drücken, sind trotzdem. Idiot. Ja, ja, ich hab grad gedacht, die sollen Stopp drücken. Okay, auf jeden Fall, die stellen wir euch demnächst vor. Und ja, wir vergleichen die natürlich wieder mit einer normalen Shisha. Was ist Unterschied? Wie ist es mit dem Nikotin, ist überhaupt was drin und so weiter und so fort, wie ihr das halt von uns kennt. Und ja, wir hoffen, dass wir jetzt in nächster Zeit ein paar Videos machen können. Jetzt sind wir alle da, Prüfungen rum, alles drum und dran und ja, dann Bosch ist nicht mehr so schwul wie früher. Das ist der Hauptgrund. Das ist Spaß. Ich sehe mal den Bildschirm. Für den Mike Boros oder wie du Bruder heißt. Digga, der Ringe. Los Jets. So. Sind wir doch wieder am Start? So wie früher. Wie früher. Kann ich umstecken. So. So, Leim, was hast du zu erzählen? Ja, was gibt's zu erzählen? Ich bin jetzt einer von diesen Studenten, wie man die auch nennt. Und ja. So ein Bruder wie der Body Washer hier. Der Latz hat sich noch nicht so ganz dazu durchgerungen, sowas zu machen. Ich glaube, dem ist das Lernen zu stressig. Ja, auf jeden Fall. Erstes Semester rum. Jetzt weiß man mal, wie alles ist. Und ja, was soll ich sagen? Überraschend viel zum Lernen. Sag bloß. Aber ja, ich habe es eigentlich fast so erwartet. Auf jeden Fall macht Spaß. Ist alles gut. Jetzt bin ich wieder da. Das war mich ja in letzter Zeit ein bisschen ausgegrenzt. Das fand ich echt traurig. War auf kein Video mehr drauf. Völlig da war's. Und ja, jetzt haben wir gedacht, melden wir uns mal zurück mit dem kleinen Video, weil der Adalia Ice Live on the Rocks mal vorab genommen. Die dritte Dose. Richtig geiler Tabak ist. Die dritte Dose, ich glaube in der dritten Woche so irgendwie. Das sieht so aus. Ist auf jeden Fall vorab, kann man schon mal sagen, echt ein Kauf wert. Fangen wir mal an mit dem Geruch, würde ich fast behaupten. Und riechen mal in den ganzen Spaß rein. Adalia, wie ihr das kennt, 200 Gramm, 13,90 Euro. Ja, Adalia. Schnitt wie immer. Schnitt ist halt wie immer, was soll man sagen. Der Schnitt ist ganz okay, kann man auf jeden Fall mit leben. Manchmal hat er ein paar gewaltige Stöcke drin. Die sind. Mit Mixer, habe ich auch schon gemacht. Die sind schon ordentlich, also. Aber im Großen und Ganzen kann man auch nichts sagen gegen den Schnitt. Ich habe jetzt auch noch keine Folienproduktion von den neuen. Hat man jetzt noch nicht. Und ja, leider ist Cola Dragon ja ein bisschen. War mal echt geil, aber ist mittlerweile nicht mehr so das Gelbe vom Ei. Auf jeden Fall geruchlich. Einfach wahnsinnig geil. Riecht, hat ein bisschen was von einem zwei Bonbons, von den hellen, von der Zitrone. Aber durch das Eis mit einer wirklich extrem frischen Note schon beim Riechen. Also wenn man schon reinriecht, hat man das Gefühl. Kennt ihr das, wenn ihr einen Bomben-Kaugummi esst von Airways und danach macht ihr so und da ist alles so frei? Ja,
Fast so ähnlich ist es mit dem Tabak. Wie findest du? Riechst du nochmal rein? Nee, hast du alles gesagt, eigentlich. Okay, also, gut. Als ich den das erste Mal gekauft habe, oder? Ich dachte mir so, ja, wenn der so an ein Ding rankommt, erst der lieber eine Minze mit Eis, dann könnte der richtig geil werden. Und so Green Lemon Mint. Green Lemon Mint, genau. Ja. So ist. Also die Eisnote ist wirklich richtig gut, also ist auch richtig stark, so wie es sein soll. Ist hier überhaupt Minze drin? Nee, ja doch, nee. Nee, ist halt Eis, anstatt Minze dann. Ist, finde ich, angenehmer manchmal wie das Minzige immer. Weil eine Minze kann auch ganz schön penetrant sein und auch ziemlich überdecken. Hier durch das ist halt einfach frisch. Steigen ja gerade ziemlich viele um auf so Eis. Ist ja Adalia nicht der Einzige, der das macht. Ja, was? Rauch. Ich kenne ihn ja. Ja, anrauchen. Oder halt die Hitze reinbringen. Wir haben uns überlegt, demnächst mal wieder eine kleine Montage zu machen. Wir wissen nur noch nicht, ob wir es wirklich machen sollen, ob wir uns das so durchringen können, ja, den Spaß zu machen, weil es doch alles ein ziemlicher Aufwand ist. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, eine Montage zu machen. Das ist geil. Ich würde es auch wieder machen, aber ich glaube, der größte Teil hängt da eindeutig am Bosch. Das mit dem Schneiden ist nämlich gar nicht so einfach, der Quatsch. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare eure Meinung darüber kundtun. Vielleicht beeinflusst es uns ja in irgendeiner Weise. Und die richtige Umgebung, weil bei mir kann man. Und die richtige Umgebung. Ja, da könnt ihr uns gerne mal ein paar Vorschläge bringen. Wir können ja mal ein Video machen, wo wir einen Rundgang machen. Da zeigen wir so die Location bei dir, zeigen wir die Location bei mir, die beim Lars, der übrigens umgezogen ist, wie die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen haben, die uns in Facebook folgen. Und ja, können wir mal gucken. Aber kommt wir haben ja trotzdem auch jetzt sogar noch mehr zu mir. Ja. Also er ist vielleicht ein Ort, so ein Dörfchen weiter. Und ja, also ich muss sagen, der Tabak ist schon wirklich echt gewaltig gut. Also allein schon beim Anrauchen, da ist nichts irgendwie. Für den, unser Smalltalk jetzt nichts, den nicht interessiert, also einfach ans Ende vom Video, da sagt mir dann Fazit. Fazit zum Tabak. Nur jetzt müssen wir natürlich jetzt mal wieder ein Video, jetzt müssen wir mal ein bisschen wieder quatschen, weißt du? Reinkommen, ein bisschen die Kehle ölen, damit das wieder flutscht. Und ja, hoffen wir mal, dass es klappt in Zukunft. Wir wollen jetzt so, ja, nächste 2-3 Wochen so 4-5 Videos hochladen, damit wir mal wieder ein bisschen Traffic auf unserem Channel haben. Weil es jetzt doch ziemlich lang nichts war. Dafür auch noch eine Entschuldigung. Aber hat halt nicht so ganz funktioniert mal. Er hatte Prüfungen, die waren zeitlich versetzt mit meinen. Der Lars muss arbeiten, da kriegt man das wenn dann abends hin. Und wenn ich nicht da bin, wenn ich in Albstadt bin, dann, ja, können wir schlecht ein Video machen. Und wenn der Bosch dann lernen muss, ich lernen muss, zu unterschiedlichen Zeiten auch. Der hat, glaube ich, fast einen Monat nach mir geschrieben, Prüfungen, dann ist das ziemlich blöd. Aber ja, kann man leider nicht ändern. Also, Harmony frisst Tabak. Ich habe es mal gewogen, 31 Gramm habe ich mal reingemacht, also 50 Gramm gehen auf jeden Fall rein. Ist auf jeden Fall eine geile Bowl. Was lag ich Bowl? Ein geiler Topf. Harmony Bowl, weil da kommt voll durcheinander. Ist auf jeden Fall ein guter Topf. Da passt, aber ist ganz schön verschwenderisch. Also, ja, wenn wir mit 6 Töpfen ist eine Packung Soul Smoke leer, sagen wir mal so. Ja, aber mit dem Lotus raucht man dann halt auch 1,5 Stunden damit, ohne Probleme. Kann schon nachlegen. Und man kann nachlegen. Aber ja, so 100% haben wir das Setup noch nicht raus. Also wie es so 100% passt, haben wir es noch nicht so ganz hinbekommen. Haben wir versucht so sein Bestes. Der Lars aber. Ja, der Lars, der. Das ist Lars seiner, also der ist ja gar nicht da. Deswegen hat er ihn bei mir gelassen. Aber der, also der ist für 3 Wochen gerade woanders. Wegen Schule. Da kann er die Shisha rauchen. Deswegen hat er das auch hier. Ihr müsst echt aufpassen. Ab dem 1.2. oder 1.1. dieses Jahr. Ab dem 1.1. dieses Jahres hat man eigentlich in jedem, also in jedem Raum, der auf dem Fluchtweg ist, sollte ein Rauchmelder sein. Wir waren jetzt bei mir im Zimmer, da klebt natürlich ein Rauchmelder.
Mein Vater ist da so ein ganz genau. Danke, Vater. Und ja, auf einmal, wir haben uns nicht wirklich was dabei gedacht, weil es noch nie passiert ist irgendwo. Auf einmal geht das Ding los. Ich habe echt gedacht, ich sterbe. Die Russen kommen wieder. Irgend sowas. Da ging das Ding wieder ab. Und leck mich am Arsch. Die sind alle gut zusammengezuckt. Batterien raus. Daneben gelegt, weil geht halt nichts über eine gute Shisha. Da hindert uns auch nichts dran. Hau auch in einem Schlafzimmer. Deswegen haben wir auch trotzdem abgehängt, weil Batterie leer war. Jetzt wird ein bisschen heiß. Jetzt machen wir auf. Was anderes? Was gibt's Neues auf dem Markt? Neues auf dem Markt? True Clouds werden wir in der Zukunft auf jeden Fall mal genau unter die Lupe nehmen. Ich bin von den Kladderadatschern nicht so überzeugt. Aber es soll gar nicht schlecht sein. Es gibt gute Rezessionen, aber es gibt auch welche, die sagen. Also, es gibt gute Rezensionen und es gibt schlechte Rezensionen. Die einen finden es echt eine gute Alternative zum Tabak, andere sagen halt, es ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Aber ich denke, da kommt es ziemlich auf das eigene Empfinden drauf an, wie man einfach auch mal offen dem ganzen Spaß gegenüber ist oder auch nicht. Auf jeden Fall, das haben wir vor zu testen. Was haben wir noch? Golden Pipes, so heißt der Spaß doch. Ja? Der Tabak, Golden Pipes, wie heißt der? Was? Ja, der Golden Pipes in der schwarzen Röhre. Ja, stimmt, da ist los nur. Ja, auf jeden Fall den. Und der war leer. Ja, auf jeden Fall gut. Der war gut, schon mal vorab gesagt. In letzter Zeit bekommt man in Deutschland wieder besseren Alfacher, haben wir gemerkt. Alfacher? Ja. Ja, da haben wir jetzt eine geile Mischung gefunden. Traube Himbeere. Der ein oder andere hat es vielleicht schon geraucht. Hat uns gut überzeugt, ja. Muss man echt sagen, das ist auch beim Rauchen angenehm. Der Dinger verträgt Hitze, das ist unglaublich. Und ja, was gibt's noch? Fällt dir noch was ein auf die Schnelle, was wir vorhaben? Also wer die komischen Start Now den neuen kennt, der auch nach Bayer Blue schmecken soll, ist auf jeden Fall ein sehr leckerer Blaubeertabak. Ganz Bayer Blue kommt jetzt, finde ich, nicht dran, aber ist auf jeden Fall gut. Der Caribbean. Ja, Caribbean. Auf jeden Fall, und dann noch Lemon Pie habe ich gebraucht. Der, wo sagt, der schmeckt nach Voltage, hat meiner Meinung nach einen Schaden. Also, der schmeckt einfach nach Scheiße. Der schmeckt nach Zitrone mit ein bisschen hier Teig. Also, der schmeckt nicht nach Voltage. Und Voltage schmeckt meiner Meinung nach auch nicht nach Zitronenkuchen. Ja. White, Ultimate White schmeckt nach Zitronenkuchen. Habe ich geraucht vor kurzem, vor 3 Tagen übrigens. Ach. War mal wieder richtig fresh, wenn ich das so sagen darf. Also, Voltage schmeckt meiner Meinung nach nicht nach Zitronenkuchen. Ja, schmeckt nach Zitrone mit Vanille, aber nicht nach Zitronenkuchen. Und was wir jetzt schon mehrmals gefragt wurden, dazu kommt wahrscheinlich auch ein Video in der Zukunft, unsere Top 10 Shisha-Tabaks. Haben wir schon mal gehabt, aber hat schon. Haben wir schon mal, aber es ist jetzt, kam eine neue Sache auf den Markt. Ja, da ist nur noch das Problem, die Anschaffung von den ganzen Tabaks, die wir gut finden. Weil, denk mal, das merkt jeder, dass Social Smoke ist in Deutschland zu bekommen ziemlich schwer. Ja, Fumari auch. Fumari, klar. Und auch, also in die Liste von meiner Seite aus muss auf jeden Fall Adios Motherfucker von Fantasia. Und an den ranzukommen ist halt auch nicht so einfach. Wir versuchen unser Bestes und wenn nicht, machen wir halt so die Top 10 der Tabaks, die man in Deutschland gut erhältlich hat. Gut bekommt, ja. Gut erhältlich hat. Gut Deutsch, ja. Student. Und ja, was noch? Gibt's noch ein Video, das wir vorhatten zu machen? Ein Abo-Special wollten wir nochmal machen, aber wir müssen uns sowas überlegen. Seit 2000. Auf jeden Fall. Ich glaube, keins mehr gehabt. Vorab, wir gehen dieses Jahr wieder auf die Shisha-Messe nach Frankfurt. Falls der ein oder andere sich von euch überlegt, dahin zu gehen. Ist auf jeden Fall, wenn man noch nie dort war, mal ein Besuch wert. Ist echt eine spaßige Angelegenheit dort. Ja. Man trifft ziemlich viele bekannte Gesichter und ja, es macht auf jeden Fall Spaß, die ganzen neuen Sachen mal anzugucken, zu testen. Und ja, da hatten wir letztes Jahr, da hatten wir doch ein Video mit der Hookah Squeeze hatten wir. Das ist ja auch so ein Pastenzeug.
Ja, das war zum Kotzen. Wenn ich ganz ehrlich bin, das Ding hat nach Arschloch geschmeckt. Und nach nichts anderes. Nach Spülmittel oder so. Ja, und nach Puls und was weiß ich. War auf jeden Fall nicht unseres vom Geschmack her. Ja. Das war's dann mal so mit den Videos, die wir jetzt vorhaben zu machen in nächster Zeit. Noch eine kleine Information für Leute, die so Umgebung bei uns wohnen und uns kennen oder was weiß denn ich. So Backlang-Umgebung. Auch Großraum Stuttgart. Können wir ja ein bisschen erweitern. Ja, also Backnang hat es einen neuen Lidl-Schieferladen. Der heißt im Facebook entweder EGE Store, gibt der einen, also EGE, wir verlinken einfach. Oder Shisha Paradise, der ist jetzt ganz neu in Backnang, der hat sehr gut Tabak, muss ich sagen. Also hat auch schön. Das, dass es Lidl nicht so lange gibt. Ja, hat wahnsinnig gute Auswahl. Hat er NPS da, Starbucks Kohlen, also alles hochwertiges, also nicht so Scheißdreck halt. Schöne Glas-Shishas. Ja, und ja, hau ich mal, wie gesagt, hau ich mal in Kommentare rein. Ja. Auswahl, muss man sagen, hat er für das, dass es ihn noch nicht so lange gibt, ist die Auswahl wirklich gut. Ja. Also die meisten Shisha-Läden, die da aufmachen, die fangen halt mal so an mit 4-5 verschiedenen Tabaksorten. Hat er zwar auch, aber er hat von denen jeweils wirklich sehr, sehr viele Sorten dann gleich da. Also es ist so, von Alfaka, gerade davon, hat er bestimmt 10-15 Sorten. Und ja, also es ist auf jeden Fall eine gute Auswahl schon mal. Ich habe auch mit ihm geredet und der hat auch gesagt, dass er immer darauf achtet, dass er halt den besten Tabak kauft, also von den Herstellern. Zum Beispiel Adalia halt die besten, beliebtesten Sorten hat er meistens da, weil... Love 66 wollte ich so einwerfen, den testen wir noch nicht. Naja, in Zukunft, der soll nämlich, was man so hört, gar nicht schlecht sein. Was eine interessante Mischung. Und ja, wie er gesagt hat, klar, wenn gute Sorten wie der Ice, Lime und The Rocks, solche Sorten tut man natürlich dann auch mehr her. Die gehen gut, ja. Die will jeder, ist logisch. Gut, viel geschwafelt, also Tabak, Rauch, Adalia, gut, sehr gut eigentlich, kann ich sagen. Geschmack ist super. Ich habe jetzt super frisch im Hals, Limette Geschmack ist dabei. Finde ich perfekt gemischt eigentlich. Und nicht zu stark, die Limette. Für die, die es nicht so arg mögen, Limette ist... sagt Caipirinha, kennen ja wahrscheinlich die meisten. Wenn man Caipirinha gut macht, ist die Limette auch nicht zu stark, aber sie ist auf jeden Fall vorhanden. Guter Caipirinha hat auch so einen Ansatz von Limette, der uns so leicht säuerlich ist. Und genau so ist der Tabak. Ist echt wirklich zu empfehlen. Also von mir auf jeden Fall das Ding mal testen. Lohnt sich auf jeden Fall richtig. Vor allem die, wo Green Lemon Mint gut finden, die werden den Tabak auch sehr gut finden. Im Endeffekt ist natürlich Geschmackssache, wie man Tabak findet oder wie nicht. Aber wir finden ihn gut. Der Lars findet ihn auch sehr gut, das können wir schon sagen. Das ist der Fall, ja. Wie gesagt, in 3 Wochen 3 so Dösle. Spricht, glaube ich, für sich. Ja, was gibt's noch mehr zu sagen? Preis-Leistung, Adalia. Myron Boros, Nose Chat. Ja, das müssen wir noch machen. Oder Drang Drinks. Okay, das ist. Boah, durch die Nase finde ich eklig. Ja, da ist. Ja. Ist auf jeden Fall ein geiler Tabak, falls der ein oder andere von euch, so wie ich demnächst, eine fiese Grippe am Hals hat. Geht da gerade so eine ganz kleine Welle rum. Ja, macht den Hals wieder ein bisschen. Bisschen weiter auf, kann wieder ein bisschen besser atmen. Und so ein Topf bei einer Grippe schadet nie. Von dem her. Challenge kann man auch mal wieder machen, so lustige Videos. Ja. Oh, Glasering, Bruder. Ja, natürlich, man hat viel vor, von den Videos zu machen. Man muss halt immer gucken, wie es zeitlich klappt. Ist gerade alles ein bisschen eng zeitlich. Aber ja, wir geben jetzt unser Bestes in Zukunft wieder. Und ich würde sagen, haut rein, doch läuft, meine Freunde. Haut rein.